Schlagersängerin Geraldine Olivier singt von Rosen und Leben, doch in ihrem eigenen Leben ist nicht immer alles so rosig. Gärtenschlank kennt man die Schweizerin. Sie sieht aus, als würde sie täglich gleich mehrere Sportarten machen. Dabei konnte sie sich jahrelang nur unter größten Schmerzen bewegen. Wer Geraldine Olivier so strahlend sieht, würde nicht vermuten, viele Jahre lang konnte die Sängerin ihre Auftritte nur mit Schmerzmitteln durchstehen. Erstmals zeigen Geraldine und Ehemann Lutz die traurigen Bilder hinter dem perfekten Auftritt. Mit 16 gerät Geraldine Olivier als Beifahrerin in einen Autounfall. Seitdem quälen sie Wirbelschmerzen und Lähmungen. Doch kein Arzt kann ihr wirklich helfen. Ich habe mit Schmerztabletten gelebt, ich habe auch mit Cortison gelebt, also wenn es nicht mehr ging und die Lähmungen so fest waren, dass es bis in den Beinen, in den Armen ging. Bei Auftritten war es auch oft so, dass ich halt Schmerzen hatte und man muss trotzdem lachen und fröhlich sein. Die Menschen, die hören nicht dein Schmerz, die hören deine Lieder und das hat mich auch glücklich gemacht. Im Juni 2011 geschieht das, was sie ein kleines Wunder nennt. Einem Osteopathen gelingt es, ihre durch den Unfall verschobenen Halswirbel einzurenken. Geraldine Olivier ist überglücklich. Sie kann endlich wieder schmerzfrei auftreten. 6 Monate später jedoch passiert es. Bei einem Auftritt in Stuttgart rutscht Geraldine Olivier auf der Bühne aus. Die Folge? Verletzungen im Gesicht, 7 Brüche, Beckenfrakturen. Der Daumen ist gelähmt. Trotzdem wollen sie und ihr Mann all das mit Humor durchstehen und den Alltag zusammen meistern. Das ist heute noch ein dunkler Fleck. Jetzt ist ein dunkler Fleck, also das ist alles geblieben. Also ich konnte ja mit den Fingern gar nichts mehr machen. Ich hatte Kapselrisse an allen Fingern. Mein Daumen ist invalid, also der kann nichts mehr greifen. Der ist zertrümmert worden. Ich habe in der Zeit eine Ausbildung zum Pflegepersonal durchlaufen. Und habe nicht nur vom An- und Ausziehen, was ich ja noch ganz gerne mache, aber auch Duschen, Haare waschen, Kämmen, Föhnen, alles was dazugehört, musste irgendwie gemacht werden, weil das funktionierte nicht mehr. Wenn erstmal die Hände und vor allen Dingen auch der Bewegungsapparat so weit eingeschränkt ist, dass nichts mehr geht, und dann muss man ran. Aber das hat ganz gut geklappt. Die Kinder waren auch da und haben mitgeholfen. Also die haben alle toll mitgeholfen. Es war toll. Momentan genießen sie die Idylle in ihrem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein. Demnächst will Geraldine Olivier wieder auftreten. Sie hat in aller Ruhe eine CD aufgenommen, die im Sommer erscheinen soll. Mit Seemannsliedern, passend zum norddeutschen Lebensgefühl, das die gebürtige Schweizerin in ihrer Wahlheimat bei Hamburg so liebt. Geraldine Olivier freut sich auf die Rückkehr ins Showgeschäft. Die Karriere ist ein Bonbon in meinem Leben. Glück gewesen, dass ich teilhaben durfte an einer deutschen Showszene. Ich sehe es wirklich als Geschenk, aber das größte Geschenk und mein Leben sind meine Familie, mein Mann, meine 2 Kinder und das ist mein großes Glück. Die Karriere ist, würde ich sagen, Nummer 2 mein Leben. Na dann, toi, toi, toi. Tschüss, Brisant. Danke für den Besuch und wir sehen uns. Tschüss.